So, muss ich die denn im Rift killen oder was? Wie funktioniert denn das hier mit den Rifts? Ich kann auch nicht die Dinger aufsammeln. Das verstehe ich noch nicht genau. Ach, ich bin ja voll. Okay, gut, klar. Dann ist es logisch, warum ich keine Dinge aufsammeln kann. Ah, trotzdem, das mit dem Riftlauf verstehe ich noch nicht ganz, was der da macht überhaupt. Das ist dann so, ja, wie in einer anderen Welt. Aber was bringt denn das? Na gut, mal schauen. Oh Gott, ich muss mal kurz niesen, Leute. So, rum ist es. Ah, mal schön kräftig abgenießt. Ah, es kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Zack, die Nase juckt und schnell muten und niesen. Ach, sonst habe ich es ja nie geschafft, das Mikro rechtzeitig zu muten. Ah, aber dieses Mal hat es geklappt. Ich glaube, ich muss gleich nochmal. Irgendwie juckt die Nase noch weiter. Oder auch nicht, oder doch, oder nicht, oder ne? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwie juckt man muss, aber man muss doch nicht so richtig. Ich glaube, ich muss. Ich will ja. Eieieiei. Ja, das war ein Nieser. Oh, vor allem ist es euch auch schon mal so ergangen, dass wenn ihr niesen musstet, so extrem irgendwie, dass danach euch das Innere des Ohrs juckt. Warum juckt das Innere des Ohrs beim Niesen? Gute Frage. Schreibt's mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Meine Wissensversorger. Ich vergesse das bestimmt wieder, wenn ich mir sowas überlege, wie was funktioniert und warum ist das so. Will ich meist danach googeln. Aber im Endeffekt vergesse ich es dann doch wieder. Was wolltest du nochmal? Komisch. Ah, kann ja nicht wichtig gewesen sein, wenn du es vergessen hast. So, Level 4. Sehr schön, macht der Fortschritt hier, der Limbo. Und mal gucken, ob die anderen Spieler dann noch weiter zocken. Als bis nur Welle 10, sage ich mal. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr rausholen. Level 5. Und auch noch den dritten Skill ausprobieren. Ich glaube, der ist noch nicht tot. So, jetzt, ah klar, der nächste Gegner oder der letzte ist natürlich wieder ganz hier hinten versteckt. Das war klar, die hängen immer hier hinten drin. Oh, nochmal niesen. So, fertig. Okay, jetzt kommt Welle 10. Die vorerst letzte. Je nachdem, wie sich hier die anderen entscheiden mitzuzocken. So, die sind jetzt alle im Rift gefangen, oder was? Was machen die Gegner da? Die kannst du hauen, aber irgendwie passiert nichts mehr mit denen. Oh, jetzt sind sie kaputt, glaube ich. Ah, ich verstehe Limbo noch nicht ganz. Die anderen Warframes waren immer gleich klar, was das so macht. Aber bei Limbo, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen mysteriös alles. Na gut. Er beherrscht den Rift, ne? Wie will man so einen Rift richtig verstehen? Es ist einfach eine parallele Existenz irgendwie. Was ganz anderes. Muss ich mal schauen gleich nochmal. Vielleicht steht ja was bei den Fähigkeiten dazu. So, was sie freigeschaltet haben, was das genau macht. Steht ja nur Riftlauf. Ja, toll. Aber was bringt mir das? Was genau macht das jetzt? Das ist die Frage aller Fragen. Ich schau kurz mal nach. Wechsel über den Rift. Na, kommt schon noch ein paar. Jawohl, du auch. Jawohl, macht schön mit bis Welle 15. Dann kriegen wir nämlich noch den guten Limbo auf Stufe 5 mindestens. Fähigkeitsdauer. Wechsel über den Rift. Lässt man, dass sie feindlich ist. Dann kann man in den Rift überwechseln. Aber was bringt das? So, und jetzt wechsle ich mal in den Rift. Und jetzt kann ich die Gegner da killen, oder was?
Aber was bringt mir das? Killst die da einfacher oder wie muss ich das verstehen? Das habe ich irgendwie noch immer nicht verstanden. Na gut, ich merke auch nicht mehr so die Unterschiede, gerade mit dem Tipedo jetzt. Der hat so hohe Schadens-Output-Wert. Oh, jetzt bin ich verreckt. Der hat so einen hohen Schadens-Output, dass einem das immer gleich schnell vorkommt, wie man die Gegner killt. So, mal gucken, ob jemand ankommt und uns rest. Das wäre natürlich super, aber die kümmern sich gerade alle nur um sich selbst. Ah, nee, da kommen die. Ja, super. Dann schreiben wir doch mal Dankeschön in den Chat. So, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man da immer gerest wird. Viele machen das nämlich auch gar nicht und lassen sich dann liegen. Das finde ich dann immer scheiße. Also es ist mir auch schon wirklich untergekommen. Ob man es glauben mag oder nicht, das verrät mich gleich. Das Licht. Also es ist dann wirklich immer scheiße, wenn du in einer Gruppe spielst und denkst, ach, da kann ja nichts mehr schief gehen. Und dann hast du irgendwelche Idioten dabei, die dich einfach nur zum Failen verdammen. War der jetzt down? Ja. Jetzt war er down. So, da ist einer am Boden. Den beleben wir mal wieder hier. Well ist ja auch besiegt, wir haben ja genug Zeit. Nikolas, das ist doch bestimmt der Russe, oder? Ah, nee, Andrei Nindatz hatte gesagt. Andrei Nindatz, 20 Wave. Ja, sagen wir mal klar. Obwohl ich eigentlich sehr schwach auf der Brust bin, mache ich einfach mal mit bis Welle 20, weil ich natürlich hoffe, dass die anderen mich so ein bisschen mitziehen. Riftwoge. Hat es jetzt gebracht? Macht mein Limbo da Rift-Schaden oder was? So, das Viech haben wir jetzt in den Rift versetzt. Ah, ich weiß nicht, was es bringt. Vielleicht stirbt es ja gleich oder auch nicht. Wer weiß, was mit dem passiert. Das werden wir noch herausfinden. Ah, ich glaube, da muss ich auch mal ein YouTube-Video zuschauen, was Limbo jetzt genau macht oder die Fähigkeiten erklärt bekommt. Das checke ich bei dem irgendwie nicht ganz. Da ist mein Kopf heute irgendwie zu klein am Montag. Kann vom Arbeiten kommen, ne? Wochenende gehabt, jetzt wieder Montag, man muss denken oder aus dem Trott rauskommen. Oh, da hinten ist noch einer. Langer Lulatsch. Muss jetzt noch einer? Da, ach, da! Zack, weg mit dir. Und da hinten, den gehen wir auch mal noch wegpusten. Der wieder hier hängt. Zack! Habe ich dich. Habe ich doch gewusst, dass du wieder da hängst. Hui! Zack! So, steht jetzt was bei der dritten Fähigkeit, was die macht? Schadenmultiplikator. Ach, durch den Riftschirm erhöht den Schaden an Gegnern, die dorthin verbannt wurden. Ach so. Ach so. Ja. Also Limbo hat anscheinend wirklich viele Techniken parat, die sich am besten kombinieren lassen. Also bei anderen Warframes ist es so, du hast da einen Angriff, da hast einen Buff oder da hast einen Area of Effect Typ Schaden, ne? Aber hier bei Limbo ist es so, du kannst da Schaden machen mit der 1, aber du kannst den Schaden noch multiplizieren mit der 3 und dann kannst du noch in den Rift selber gehen und die Gegner, die du da in Verband hast, dort besuchen. Das hängt irgendwie alles mehr zusammen, die Skills, die man machen kann. So, die verkokeln im Rift, hoffe ich mal. Weiß ich nicht, was mit denen passiert. Ja, geh du mal, jetzt habe ich die Schnauze voll. Da immer wieder den letzten Fisch aufzugabeln. Ja, also ich hatte Limbo geiler in Erinnerung.
dass der besser Schaden macht. Aber es kann noch sein, dass ich ein bisschen mit Vauban verwechsel. Vauban habe ich ja auch noch nicht. Ja, aber ich glaube, dieses Void da, was er generieren kann, dieses schwarze Loch oder was das ist, wo sich dann alles drin sammelt, das müsste Vauban sein. Und den habe ich dann nicht. Da muss ich immer auf die passenden Alarmierungen warten, weil es den ja nur in Alarmierungen gibt. Ich habe keine Energie mehr, oder was? Doch. Funktioniert doch. Eieiei. Schicken wir mal ein paar ins Rift noch. Ich weiß echt nicht, was das bringt, aber ich mache es immer einfach. Ich glaube, der vierte Skill, der wird wieder besser. Ich weiß es nicht. Ist er eigentlich auch bloß... So ein Rift-Skill wieder. Ach, den Limbo verstehe ich nicht. Den verstehe ich nicht. Da muss ich echt mal noch ein paar Videos schauen. Ich weiß nur, dass die erste Attacke Schaden macht. Gut. Die dritte multipliziert den Schaden. Mit der zweiten kann ich irgendwie in den Rift gehen. Aber was ich im Rift anders machen kann, was mir das bringt, das verstehe ich nicht. Man kann den Gegner in den Rift zerren und einen dort platt machen. Ja, aber ich weiß nicht, na gut, man wird ihn dort wahrscheinlich schneller platt machen können. Aber vielleicht ist das dazu gedacht, um Gegner zu splitten. Vielleicht kann man sagen, ach ja, wir sind jetzt Haufen Gegner, ne? Gerade so Bosskämpfe. Ziehen wir einfach mal den Boss in den Rift. Und dann killen wir den Boss im Rift. Und die ganzen anderen Gegner sind außerhalb und fügen einem keinen Schaden zu. Ich weiß nicht, ob ich da in die richtige Richtung denke, ob das so ist, wirklich. Mal schauen, wenn ich in den Rift gehe. Ich glaube, im Rift nehme ich keinen Schaden. Ich glaube, im Rift nehme ich keinen wirklichen Schaden. Kann ich da meine Kameraden resten? Ja. Es funktioniert. Das funktioniert, die Kameraden resten. Ich glaube, der Rift ist so eine Art Schutz, in die sich Limbo ziehen kann, wenn ich das richtig verstehe. Und in die auch einzelne Gegner hineinholen kann. Gut, dann ist Limbo auf jeden Fall eher der Taktiker und nicht der Massenkiller, sondern eher der versucht nützlich zu agieren. So, den habe ich jetzt in den Rift aber gezogen. Komisch, der war gerade nicht bei mir drin irgendwie. Hey, wieso haut der einen jetzt ab? Nikita. Ach, na gut, hauen sie halt alle ab. Meine Güte. Ich dachte, Welle 20. Kommt rüber mit euch. Oh Mann. Dann halt nicht. Auch nur Level 9. Da können wir gar nicht mehr die letzte Attacke ausprobieren, was das ist. Müssten wir noch eine Runde spielen, Kadesh? Dann würden wir erfahren, was es mit der letzten auf sich. 518 Gegner haben wir gekillt? Echt so viel? Es kam mir jetzt nicht so viel vor. Hm. Aber gut, 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 gut. Dann modden wir Limbo mal ein bisschen. So, der bekommt auf jeden Fall die Energieregeneration. Und hier... Ja, was ist denn da gut? Kontinuierfähigkeitsdauer ist, glaube ich, für ein Limbo ganz nice. Verstärken vielleicht auch. Ah, tun wir mal verstärken. Und auf jeden Fall die Fähigkeitsdauer etwas erhöhen. Flüchtige Stärke, Fähigkeitsdauer, blinde Wut, Energieeffizienz. Hm. Na, machen wir es mal so.
So, und dann brauchen wir noch ein bisschen was. Na, brauche ich die Ausdehnung? Ich weiß es nicht. Stromlinie, kann ich das schon ausrüsten? 12 müsste doch 9, ne? Jawohl. Noch ein bisschen mehr Energieeffizienz. So, dann können wir noch besser haushalten mit unserer Energie. Ja, dann machen wir einfach nochmal eine Runde Kadesh. Wir brauchen bloß diesmal bis Welle 5 machen. Bis dahin müssten wir ja locker. Stufe 10 erreicht haben, sodass wir mal den vierten Skill ausprobieren können. Was denn der jetzt macht? Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. So, ich wechsle mal wieder zum Tibedo. Finde ich immer noch die geilste Waffe von allen, der Tibedo. Ist schnell, macht Haufen Schaden. Nice Dog. Was hat der für einen Hund? Nice Dog. Ach, so ein schwarzer. Ja, sieht schon nice aus. Gatti. Gatti? Oder hat der auch einen Hund? Ne, die anderen haben keinen Hund. So, killen wir mal ein bisschen kreuz und quer. Ja, wir sind ja schon bald Level 10. So, da kommen noch ein paar Gegner. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie alle weg. Och, hat der ein kleines Schneeküppelchen. Och, süß. Ist das ein Anfänger-Frost? Frost Prime, Stufe 6. Ah, kein Wunder. Dann kann er die Schneekuppel noch nicht so gut. Dann muss er das erst noch richtig lernen. So, jetzt habe ich hier ein paar mit meiner Fähigkeit gekillt. Jetzt muss ich aber wieder mein Tibedo auspacken, sonst komme ich nicht mehr weit hier. Meine Mesa hätte hier schon längst wieder alles gekillt. Oder, ja, mein Frost sicherlich auch. Oder der Ash Prime. Oder die Saren. Das sind ja alles geile Killer. So, nächste Runde müssten wir jetzt Stufe 10 erreichen. Dann könnten wir auch mal den vierten Skill ausprobieren. Was der denn jetzt letzten Endes bringt. So lange kann es nicht mehr dauern, bis Stufe 10. Schneekuppel. Was brauchen wir jetzt? Schneekuppel. Brauchen wir noch gar nicht. Aber sicherheitshalber haben. Besser haben, weil die hat ja keine Fähigkeitsdauer mehr, wie es früher war. Wurde ja entfernt, sondern die hat nur noch ihre HP sozusagen. Da lohnt sich also die Fähigkeitsstärke. Um eine möglichst starke Schneekuppel zu erzeugen. Viele sind ja früher immer auf Dauer gegangen, was sie aber umso schwächer gemacht hat und umso schneller war sie down. Dann hat sie auch nur 40 Sekunden oder so gehalten. Ich fand sie damals schon gut, aber nach der Überarbeitung jetzt finde ich sie natürlich noch geiler, dass die Kuppel so lange steht, bis sie halt kaputt geschossen wurde.